That's part of a cook and good for the rest of our lives. Na, was haben wir denn hier im Wind? Oh, einen schönen Flyer. Bald ist Grillgutzeit, Freunde. Und dafür brauche ich natürlich ein paar schöne Grills. Ich dachte mir, irgendwas ein bisschen kleineres, so zum Aufstellen, was nicht so viel Platz im Auto wegnimmt. Und da habe ich genau die richtigen Lümmeltüten gefunden. Zeige ich euch mal. Da ist er. Und zwar den Tyros Cater. Ganz genau. Und ich habe mir nicht einen geholt. Ich meine, die Grillfläche ist zwar schon schön und gut, aber ich brauche mehr. Da kommt gleich einfach der nächste rein. Ja. Und dann kann gegrillt werden, meine Freunde. Das sind auf jeden Fall Burgermaschinen der Spitzenklasse. Zwei geteilte Roste. Und eins für die Kohle hier unten drin. Ja, Freunde, so sieht das aus. Zack. Hopp. Und hier unten unter Gastroschale zum Nachziehen. Man kann die einmal auf der untersten Stufe machen. Oder hier oben drauf. So, dann gibt es ordentlich Heat da drin. Da drin kann gebacken werden, gegart werden, nachziehen lassen, überbacken werden. Einfach Oberhitze hier drin. Die sammelt sich dann in der Gastroschale. Und wenn man ein bisschen weniger Heat braucht, Schale nach unten packen. Man kann quasi die Würstchen von oben da unten warm halten. Also quasi ein Warmhaltebecken hätte man da. Schicke Holzgriffe haben sie auch noch dran. Kein Plastik. Das gefällt mir. Tyros Cater, ein Grill der Spitzenklasse. So, Freunde, mit den beiden Granaten werde ich anrücken auf der Grillgut. Ja, genau. Mobil sind sie und man kriegt sie überall mit. Genauso wie ich es mag, ne? Und dann werden wir da ein bisschen was zaubern drauf. Und ich werde nicht nur diese beiden mitbringen, sondern auch mehr. Aber ich würde jetzt mal sagen, einen davon zünden wir jetzt schon mal an. Weil mir juckt schon in den Fingern. Ich will das Ding brennen sehen. Boah, der Tyros Cater. Ganz genau. Da würde ich sagen, Halleluja, Herr Kapitän. Das Ding kann was. Hier das Grillrost nochmal geschärft. Logo, ne? Darf nicht fehlen. Jetzt zünden wir ein bisschen an, Freunde. Genau, wir müssen erstmal ein paar Kohlen brennen lassen. Wir wollen das Ding ja durchballern. Ne? So, auf die Flames. Ans in den Kamin drauf. Kohlen reinballern hier. Boah, wie sie kommen. Hey, eine ist nebengefallen, der habe ich nachher reingelegt. Ja, dann lassen wir es mal ein bisschen qualmen. Und wenn die durchgeballert sind, geht's weiter. Gitter sind geteilt, Freunde. Ein ganz einfacher Trick. Dann bekommt man sie auch besser in die Spülmaschine gelunzt. Ganz genau. Oh, Bacon. Der Webrahmen des Mannes hier. Ich habe einfach ein bisschen Gitter reingeballert. Und das so in diese Schale gepackt. Und hoffe, der Bacon wird gleich hier kross und lecker wie vom Bäcker. Aber ich denke schon, wenn oben die Kohlen durchgeglüht sind, dann wird das so laufen. So, paar Minuten später, boah, ja, wenn er so aussieht, runter damit und dann das Gemüse klein hacken. Bisschen Salat für die Girls brauchen wir natürlich hier, für den Burger ist ja ganz klar hier. Oi, ist ein bisschen zu viel, aber ja, Zwiebel, die läuft immer, würde ich sagen. Ja. Tomato darf nicht fehlen und ein paar Chilis, ne, immer drauf gehackt, ja, und rein in das Schüsselchen. Ja, und jetzt hier habe ich meine Iberico-Burger hier schon vorbereitet mit der Burgerpresse. Aber, Freunde, ihr wundert euch, warum ich die Burgerpresse hier noch nicht zeige. Ja, das soll eine Überraschung werden. Erst wenn sie da ist, werdet ihr auch sehen, wie sie aussieht. So, umgelunzt die Dinger. Jawohl, ey. Ja, die sehen doch gut aus hier. Das ist ja hier. Das sind ein paar Burger, würde ich sagen. 200 Gramm pro Lunser. Ihr habt euch gewünscht, ich soll die Handzahmen machen. Da sind sie. Sehen auch gut aus, wenn sie ein bisschen kleiner ist. Deswegen bin ich ein bisschen näher rangegangen, aber läuft doch. Boah, die Flames, die Qualm hier. Zwiebeln drauf, rote Zwiebeln. Paar Chilis. Cheddar drauf. Und dann die Dinger nehmen. Und in den Gastrobehälter, der unten gleich reingeschoben wird, draufpacken. Nächsten Schnappedulli. Und da reingeballert. Oh.
Ja. Oh, da, was kullert denn da raus? Naja, die Flames, ne? So, alles reinnehmen, unter die Schublade hier und überbacken. Für Zwischenzeit ein paar Brötchen anlunsen hier, einfach reinschmeißen. Ja, und dann, zack, sind sie fertig angeröstet. Weiter geht's hier, Freunde. Ich bereite die Brötchen schon mal vor hier. Erstmal die Unterseiten. Bisschen eine Burgersoße nehmen, nach eurer Wahl. Da könnt ihr auch nehmen, was ihr wollt, oder selber eine mischen. Ich habe da auch ein paar im Programm draufgepackt. Ein bisschen Salat für die Girls, ja, ein bisschen mehr, der quetscht sich nachher zusammen. Tomatoes drauf, ne? Dürfen nicht fehlen. Optik halber, ne? Ja, ein bisschen was Gesundes muss sein. Die restlichen Zwiebeln, die Norte, unten drunter. Genau, und der Bacon. Ja, irgendwie ist er ein bisschen mager ausgefallen. Ich hatte nur 10 Scheiben oder 15. Ja. Soll handzahm werden, ne, Freunde? Ihr habt es euch ja so gewünscht, ne? Also, beschwert euch mal nicht. Man bröselt das ja überall drauf. Boah, oh. Also, wenn die nicht mal geil überbacken sind, dann weiß ich es auch nicht, ey. Ja, so quasi die Jalapenos sind so durchgeschmolzen, ne? Ja, so runter damit, Baby. This is an action film. So, nehmen und ab auf den Burger schieben. Spitzenklasse wohlgemerkt. Da kommt auch noch einer drauf. Soße drüber, genau. Schöne Burgersoße, noch am Geschmack. Ich habe mir hier so eine ausgesucht. Und jetzt, boah, ich quetsche hier Zeitlupe. Extra für euch, deswegen sieht das alles ein bisschen anders aus. Und zack, hier ist sie. Really Aufnahme. Da sind die Tyros Cater Burger. Ich schnapp mir noch ein Bierchen. Prost, Freunde. So, jetzt probieren wir das Ding mal. Komm zu Daddy. Mal sehen, wie der hier von innen aussieht. Hab schon lange keinen Burger mehr gegessen, der mir in eine Hand passt. Aber der sieht doch ganz fein aus, würde ich sagen. Okay, ihr seid jetzt live dabei. Ich beiß rein. Das ist ein Burger. Ausgezeichnet. Ich würde sagen, Freunde, ihr könnt gerne zu der Grillgut kommen, denn da werde ich noch ein paar Burger raushauen. So. Okay. Ab in den Hals, Freunde. Das ist ein Burger, Spitzenklasse. Freunde, lasst in den 80er Jahren Daumen nach oben brennen, in einer Zeit, wo vorher noch richtig gemacht wurde und nicht aus dem Computer stammte. Bis bald, Freunde, hier Grillgut habe ich euch nochmal eingeblendet und ja, Boys and Girls, bart euch rein, würde ich sagen. So langsam brennt mir auch der Handschuh weg. Ja, Daumen nach oben dafür. Ja, zündet unten rein und Infos zum Grill und sonst was verpacke ich unten in der Box. Bis bald.